Engel. Hiobs Botschaft. Brandland. Jubiläumsausgabe. Dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 3. Nun geschah es eines Tages, da kamen die Engel, um vor dem Herrn niederzutreten. Hiob, Kapitel 1, Vers 6. Die befehlsgewohnte Stimme des Komturs, den seine Männer nur unter dem Namen Kolja kannten, schallte laut über den Bergpfad, der über die unwegsamen Höhen der Pyrenäen nach Montsalvage, dem sturmumtosten Himmel der Ureliten, hinaufführte. »Los, vorwärts, ihr lahmes Pack! Es wird schon schwer genug werden, Vater Wolfram zu erklären, warum wir heute mit leeren Händen zurückgekommen sind, ohne dass ihr vor lauter Gaffen vom Pferd fallt!« Er und seine Leute waren Beutereiter, die für die angelitische Kirche die Steuern eintreiben. Koljas Rotte stellte insofern eine Besonderheit dar, als dass sie nicht einem Kloster zugeordnet, sondern direkt in Montsalvage stationiert war. Von dort aus brachen sie zu ihren ausgedehnten Beutezügen auf, um in ganz Iberia den Kirchenzehnt einzutreiben. Und da hockten sie nun auf ihren Pferden. Fast 3 Dutzend hartgesottene Männer und Frauen, einer der größten Beutereiterrotten Europas, und gafften zum Himmel hinauf. Sie gafften ganz genau wie das Gemeindevolk vom Lande, das Kolja in Gedanken insgeheim immer als abergläubisch abtat. Und das nur, weil direkt über ihren Köpfen, in kaum 10 Meter Höhe, eine vollständige Engelsschar in vollem Prunk vorbeizog. Zugegeben, aus solcher Nähe bekamen sie Engel auch selten zu sehen, aber war das denn ein Grund für erwachsene Männer, mit weit aufgerissenen Mäulern würdelos in die Luft zu starren? »Los, weiter geht's! Wir haben unsere Zeit dem lieben Gott schließlich nicht gestohlen!« Verärgert riss Kolja an den Zügeln seines dampfenden schwarzen Ballachs und trieb die Stiefelsätze härter in die Flanken, als es nötig gewesen wäre, um das Tier wieder auf den gewundenen Serpentinenpfad voranzutreiben. Das Geschrei des Komteurs blieb von den 5 geflügelten Gestalten unbemerkt. Dicht an der Flanke des Berges eilten sie in perfekter Rautenformation in raschem Flug der Ordensburg der Ureliten entgegen, um den Bericht über ihre Mission den Chroniken des Himmels hinzuzufügen. An der Spitze der Raute flog Daniel, der Ureliet der Schar. In seinem Haar trug er straff gewickelte, smaragdgrüne Seidenbänder, die die gut schulterlange Pracht als steifen Zopf emporragen ließ. Einige ebenfalls smaragdgrün gefiederte Pfeile ragten aus dem flachen Holzköcher, der mit einem breiten Lederriemen schräg über seinem Steißbein fixiert war. Sein Gegenstück, die hintere Spitze der Raute, bildete Rahel. Unter den Engeln sagte man der Raphaelitin nach, sie könne jede Krankheit besiegen. Das Grau ihres streng zurückgebundenen Haars stand im krassen Gegensatz zur Jugend ihres Gesichts. Rahel konnte kaum älter als 14, höchstens 15 Jahre alt sein. Genau im Zentrum der Raute flog Ariel, die Michaelitin. Sie war, obschon das Oberhaupt, deutlich die jüngste der Schar. Die schwere Verantwortung, die auf ihren Schultern lastete, ließ sie innerlich fast zerreißen. Einmal gab sie sich, als seien alle Missionen, die Gefahren und Abenteuer ein großes, herrliches Spiel für sie. Dann wieder schienen ihre Augen alle Gräuel zu sehen, die der Herr der Fliegen dieser Welt gegeben hatte. Und in ihren kindlichen Zügen war nur noch Schmerz und Bitterkeit zu lesen. Zu ihrer Linken glitt Maloriel, der selbst unter den extravaganten geltenden Ordensmitgliedern des Ordens der Rameliten auffiel.
Auf dem Rücken trug er einen großen Lederbeutel. Die gravierten Platten aus einem schwarz-matt schimmernden Metall, die er auf dem Weg zum Himmel aus den Trümmern einer alten Fabrik geborgen hatte, in denen ausgebrannten Turm die Schacht genächtigt hatte. Für ihn, bei dessen Ausbildung das Fliegen nicht gerade im Mittelpunkt gestanden hatte, mussten die Platten eine enorme zusätzliche Belastung darstellen. Doch der Bewahrer des Wissens trug sie klaglos und voller Stolz. Er war mit Abstand der Älteste der Schar, und sein ebenfalls vorzeitig ergrautes, fast silbriges Haar flatterte im Gegensatz zu Rahels lang über seinen Schultern im Wind. Im Stehen reichte es ihm fast bis übers Gesäß. Nur einer aus der Schar war noch schwerer beladen als Maloriel. Adoniel, der stämmigere Gabrielit. Die zahllosen Waffen, besonders das prächtige Flammenschwert an seiner Hüfte, das Wahrzeichen seines Ordens, waren zweifellos eine große Last. Doch der stämmige, junge Engel mit dem schwarzen Haar, das mit einem Segensformeln bestickten roten Tuch umwunden war, klagte ebenso wenig wie sein gelehrter, silberhaariger Gefährtige. Man hatte den Gabrieliten gelehrt, alle Mühen stumm zu erdulden. Und Adoniel war ebenso stur wie stolz. Kein Wort kam über seine Lippen. Abguilaum saß in seinem geräumigen Gelass im Westpfeiler, trank mit seinem Gast Tee und löffelte Gemüsebrei, als Ariels Schar die Burg erreichte. Vorbei am Spitzbogenfenster des Abt schwebten die fünf Engel langsam zum inneren Paradehof mit den sorgsam gepflegten Rabatten hinunter. Die Boten des Herrn, mein Abt. Ohne Bruder Velja, bemerkte der Mann, der in der Fensternische lehnte und so ausgeziert wirkte, als habe ihn eine schwere, allmählich zum Tode führende Krankheit in ihren Fängen. Schwarzer Tee war aus seinem gelähmten linken Mundwinkel gesickert und befleckte das helle Leinenfutter seiner Gugel, eines kapuzenähnlichen Kleidungsstücks. Zu seinen Füßen schlummerte ein winziger, dunkelbraun und weiß gescheckter Hund. Als der Mann Anstalten machte, sich zu setzen, sah er eher so aus, als bräche er in der Nische zusammen. »Die Boten des Herrn sind zurückgekehrt. Geht und hört ihre Botschaft ab.« Abguilaum, das geistliche Oberhaupt des Himmels der Aureliten und damit einer der höchsten Würdenträger der angelitischen Kirche, sah dem Mann in der Fensternische mit unverhohlenem Abscheu an. Aber er wusste nur zu genau, in welchem Auftrag sein hagerer Besucher unterwegs war. Also schluckte der Abt die spitze Bemerkung, die ihm in den Sinn kam, hinunter und erhob sich wortlos, um den Missionsbericht der Schar entgegenzunehmen. In seinem Arbeitszimmer hatte Abt Guilaum sich auf seinem prächtigen Holzthron vor einem prunkvollen, in Grün- und Goldtönen gehaltenen Gobelin, der eine Engelsweihe in Roma Aeterna darstellte, niedergelassen und hörte den Missionsbericht der Schar Ariels. Den Akt der zeremoniellen Segnung der heimkehrenden Schar, nur eines der zahlreichen minderen Sakramente der angelitischen Kirche, hatte er eher nachlässig hinter sich gebracht, denn in seinem Inneren war der Abt ein Mann der Tat und kein Freund mystischen Gepranges oder geheimnistuerischer Rituale. Wie auch sonst nach den Missionen dieser Schar, war die Michaelitin nicht wie üblich allein zum Rapport bei Guilaum erschienen, sondern wurde von ihrem Rameliten Maloriel begleitet. Er war es auch, der das Wort führte, da Ariel es vorzog, telepathisch zu kommunizieren. Eine Form der Verständigung, die zumindest für Guilaum eine ziemlich einseitige Angelegenheit geworden wäre. Der Vorfall konnte sich nur ereignen, mein Abt, weil der uns angetraute Legat aus Aeterna in keiner Weise bereit war, sich an Ariels Anweisungen zu halten. Guilaum verstand sehr wohl, was Maloriel nicht laut aussprach, nämlich, dass der Geistliche selbst schuld an dem Schicksal war, das er erlitten hatte. Weder er noch Ariel waren bereit, sich und die Schar für das Geschehene zu rechtfertigen. Abt Guilaum erhob sich von seinem Stuhl und sah den silberhaarigen Engel durchdringend an. Dann durchmaß er mit langen Schritten mehrfach seine Kammer. »Jeder hier im Himmel weiß«, sagte der Abt der Aureliten schließlich mit mühsam unterdrückter Erregung, »dass Prälat Carolus und Bruder Velja
als direkte Legaten des Pontifex Maximus aus Eterna hierher gekommen sind, um sich persönlich mit dem Phänomen des Brandlandes und der ekstatischen Priester auseinanderzusetzen, die umgeben von diesen sogenannten Jüngern des Paradieses vor den Fegefeuern herziehen. Bruder Velja bekommt von mir eine meiner besten Scharen als Eskorte, um zu der nächstgelegenen Stelle zu reisen, von wo uns die Aktivitäten eines solchen ekstatischen Priesters gemeldet wurden. Der Abt blieb stehen und sah die Engel wieder scharf an. Und da interessiert es mich nicht im Mindesten, ob ihr einen sturen Hund, einen sanften Frömmler oder den Pontifex persönlich zu begleiten hattet. Er hätte niemals Gelegenheit bekommen dürfen, sich allein mit diesem Ekstatier zu treffen. Der Erfolg unserer Mission hing entscheidend von der Kooperation des Legaten Velja mit unserer Schar ab, fiel ihm Maloriel unerbittlich ins Wort. Ariel warf ihm einen sahnenden Seitenblick zu. Etwas blitzte in beider Augen auf, und der Ramelit verstummte augenblicklich. Ab Gilaumes Blick schien fast triumphierend. »In jedem Fall habt ihr mich schwer enttäuscht, Ariel«, sagte er an die Michaelitin gewandt. »Ihr könnt bis auf Weiteres gehen. Kastellanbruder Clarence wartet draußen. Er wird euch eure Unterkünfte zuweisen.« Damit war das Gespräch beendet. Die beiden Engel wandten sich sichtlich verärgert um und verließen das Arbeitszimmer des Ab. Adoniel hätte seiner besonders ausgeprägten Wahrnehmung nicht bedurft, um zu bemerken, dass der gesamte Himmel summte wie ein Bienenstock. Eine Assoziation, die der Gabrielit sich angesichts der Ähnlichkeit vieler Traumsaatkreaturen mit diesen Geschöpfen sofort wieder verbot. Dennoch, es war für den kriegserfahrenen Gabrieliten offensichtlich, dass sich die Stimmung in der Engelsburg während ihrer Abwesenheit vollkommen gewandelt hatte. Wohin er auch blickte, waren die Kriegsvorbereitungen im vollen Gange. Auf Abgeloms Geheiß eilten die Engelscharen aus allen Himmelsrichtungen zurück in die Ordensburg. Die Quartiere der Engel in den höheren Regionen des Himmels wirkten jetzt schon fast überfüllt. Und unten in den Höfen, am Fuße der mächtigen Festung, standen die Templer bereits in Erwartung und höchster Alarmbereitschaft. Adoniel hatte auch bemerkt, dass seit vielen Stunden Flüchtlinge in die Ordensburg strömten, die sich offenbar aus dem Umland vor den marodierenden Traumsaat-Kreaturen retten wollten, die vom Festland herüberkamen. Die herbeiströmende Landbevölkerung erinnerte vom Körperbau her auffallend an den gedungenen Gabrieliten. Die meisten von ihnen waren kleine, dunkelhäutige, zähe Menschen mit lockigem, schwarzen Haar. Natürlich fehlten ihnen die Schwingen des Todesengels. Er war zu einer Brustwehr nur wenige Stockwerke über den Boden herabgeflogen und beobachtete das Treiben an den Toren. Die Templer und die urelitischen Monarchen hatten alle Hände voll zu tun, die verzweifelten, durchnässten Menschen zu empfangen und fürs Erste auf große Behelfsunterkünfte in den unteren Bereichen des Himmels zu verteilen. Fast erschien es dem Gabrieliten, als kämen von Stunde zu Stunde mehr Flüchtlinge. Ganz wie auf jener Fotografie eines Flüchtlingstrecks, die er einmal gesehen hatte. Einer jener geheimnisvollen Abbildungen der Wirklichkeit, die kein Gemälde waren. Das Geheimnis ihrer Herstellung war in den Wirren der Veitstänze und der zweiten Flut verloren gegangen, hieß es. Doch jenes Bild, das anlässlich eines großen Krieges in einem vergangenen Jahrhundert entstanden sein musste und das die Schar im Gebiet der Champagne auf einem ausgedehnten Ruinenfeld gefunden hatte, hatte Adoniel unauslöschlich ins Gedächtnis eingebrannt. So viel Elend, so viel Verzweiflung und so wenig Gottvertrauen waren in den ausgezehrten, ausgemergelten Gesichtern der müde voranstolpernden Gestalten zu sehen gewesen. Während der Gabrielit von der Zinne herab dem endlosen Flüchtlingsströmen zusah, spielte er gedankenverloren mit einem weiteren Fundstück aus der Zeit davor, das er bisher selbst von den anderen Mitgliedern seiner Schar verborgen gehalten hatte. Es war ebenfalls ein Gerät aus der Ära vor der zweiten Flut. Wahrscheinlich irgendein technisches Zeitmessinstrument,
Adoniel faszinierte die Idee, dass jeder seine eigene Uhr mit sich herumgetragen hatte. Wäre es nicht ungemein praktisch, wenn jeder immer genau wüsste, wie spät es war? Aber Geräte wie sein heimlicher Fund standen unter dem Technikbann der angelitischen Kirche. Merkwürdige Zeichen, vorsinnflutliche Schrift, nahm der Gabrielit an, waren auf der Unterseite des Metallgehäuses eingraviert. Das Band, mit dem sie Menschen in früheren Zeiten wohl das Gerät am Arm befestigt hatten, bestand aus einer Reihe flexibler Metallglieder. Nur zu gern hätte er seinen Schatz den anderen Mitgliedern seiner Schar gezeigt. Hätte Maloriel nach dem Sinn der Gravur befragt. Aber zweifellos hätte Ariel ihn sofort der Ketzerei bezichtigt. Ja, ihn vielleicht gar den kirchlichen Autoritäten übergeben. Seufzend schob er seinen Schatz wieder in die Falten seines schwarzen Gewandes. Auf seinem Weg durch den Himmel zurück zu den Unterkünften der Engel begegnete Adoniel mehreren unbekannten und bekannten Gesichtern. Manche der Engel und Templer kamen offensichtlich von sehr weit her. Gerüchte über Belagerungen und Schlachten machten die Runde. Und auch wenn er hastig an allen gedämpften Gesprächen vorbeieilte, empfand er tatsächlich für einen kurzen Moment so etwas wie Besorgnis. Wohin mochte das noch führen? Abgoylaum saß allein unter dem antiken Gobelin in seinem Arbeitszimmer und spielte geistesabwesend mit dem silbernen Kugelschreiber, den er als Schmuck an einer Kette um den Hals trug und in dessen Clip das allsehende Auge, das Zeichen seines Ordens, eingraviert war. Die grüne Kerze auf dem Tisch neben ihm war heruntergebrannt und düstere Gedanken lasten auf ihm. Wenn das so weiterging, würde die Ordensburg heute Abend überfüllt sein. Es war ein vollkommen hoffnungsloses Unterfangen, allen Menschen des Umlandes vor der herannahenden Traumsaat Zuflucht zu gewähren. Er musste endlich aktiv werden. Entschlossen schob Guilaum seinen Stuhl zurück und wuchtete seinen massigen Körper empor. Im Hinausgehen wischte er mit der linken Hand beifällig über die runde Fläche aus mattem Metall neben der Tür. Und das Licht des Herrn erlosch. Seit Menschengedenken erleuchtete es diesen Raum, wann immer ein Abt es wünschte. Am Abend peitschte ein unablässiger, kalter Regen den Himmel der Urieliten. Die Schar war von einem jungen Monarchen in das Vorzimmer des Audienzsaals des Abt geführt worden. Das heißt, die Schar mit Ausnahme Adoniels und Daniels. Der schweigsame Urielit gab einem jungen Engel namens Nahemiel Flugunterricht und nahm die Ausbildung seines Schützlings so ernst, dass er den Novizen schlicht ignoriert hatte, der verzweifelt versucht hatte, von der oberen Plattform aus seine Aufmerksamkeit zu erregen. Wo Adoniel steckte, wusste niemand. »Wir können den Audienzsaal nicht betreten, ehe die beiden nicht da sind«, ließ Ariel verärgert die anderen Engel an ihren Gedanken teilhaben. »Der Abt wird zweifellos sehr unzufrieden sein«, wenn er die Anwesenheit einer gesamten Schar befiehlt und nur 3 der 5 Engel seinem Ruf folgen. Mit einer knappen Handbewegung wies sie auf Maloriel. »Wir haben es eilig, deshalb können wir die beiden nicht zusammen suchen gehen. Kümmere dich um Adoniel.« Die Botschaft war kaum in Maloriels Geist verklungen, da stolperte der Gabrielit auch schon durch die großen Flügel der Stahltür, hinter der das zentrale Treppenhaus des Himmels lag. Die geröteten Wangen und die schweißbedeckte Stirn des Engels verrieten deutlich, was er getan hatte. Nur wer die mehr als 200 Stockwerke bis hier herauf zu Fuß zurückgelegt hatte, statt seine Schwingen zu nutzen, um außen an der Ordensburg emporzufliegen, konnte so aussehen. Davon abgesehen, dass ich von euch Gabrieliten natürlich nichts anderes erwarte, muss ich zugestehen, dass deine merkwürdigen Vorstellungen von körperlicher Ertüchtigung selbst mich beeindrucken. Und ich sage nur merkwürdig, um einen großen Kameraden nicht mit einer willkürlichen, beleidigenden Formulierung vor den Kopf zu stoßen, begrüßt ihn Maloriel spöttisch. Es dauerte einige Sekunden, bis Adoniel erfasst hatte, was der Ramelit da gerade gesagt hatte.
Er stieß einen kleinen Wutschrei aus und machte Anstalten, sich auf Maloriel zu stürzen, als der fünfte Engel durch die Flugöffnung des Vorzimmers hereinschoss und mit einer sehnigen, gebräunten Hand Aduniels Handgelenk umschloss, wie mit einem Schraubstock. »Die Wege des Herrn sind unergründlich, mein ungestümer Freund. Aber sie sehen gewiss nicht vor, dass Engel gegen Engel kämpft«, erklang die sonore Stimme Daniels des Urieliten, der neben den restlichen Mitgliedern seiner Schar landete. Ariel nutzte die kurze Pause, nach der Aduniel sicher in großes Geschrei ausgebrochen wäre, und wandte sich in Gedanken an ihre Schar. »Gehen wir hinein!« Sie schließ die Tür auf, die weiter ins Innere des Himmels und in den Audienzsaal Abgilaums führte. Auch die neuen, kostbaren Gewänder konnten nicht verhindern, dass der ausgemergelte Mann zur Rechten des Ab aussah, als seien seine Tage gezählt. Seine gesamte linke Gesichtshälfte war gelähmt und der Körper von Prälat Carolus war kaum mehr als ein Gerippe. Seine dürre Gestalt war in goldenes Ornat gehüllt und um den Hals trug er eine schwere Goldkette in der Form des Strahlenkranzes des Michaelisordens. Er sah der eintretenden Engelsschar, vor allem dem gedrungenen Gabrieliten, mit unverhohlenem Grimm entgegen. Ehe Abgelaum die eintretenden Engel auch nur willkommen heißen konnte, erhob er sich mit erstaunlicher Energie und schnarrte unvermittelt. »Ariel, verehrte Schwester vom Orden der Michaeliten, für dich mag ein Einsatz wie jener, der gerade so katastrophal gescheitert ist, ein einziges großes Spiel sein. Aber wenn ein Bruder in einer vorsintflutlichen Fabrikruine von einem Ketzer getötet wird, dann ist das in meinen Augen eine Tragödie.« Ariel war es, als halte die dünne, krächzende Stimme des alten Inquisitors ihres Ordens im gesamten Turm wieder. Mühsam erhob die erste der Schar ihre Stimme, deren Benutzung sie alles andere als gewohnt war. »Für mich ist eine Mission keineswegs ein Spiel, Vater Carolus. Aber wenn sich Erwachsene, noch dazu Brüder vom Orden derer, die sind wie Gott, unvernünftiger benehmen wie als kleine Kinder, dann ist ihr Tod nicht mein Verschulden.« Es war schon lange her, dass Ariel so lange an einem Stück gesprochen hatte. Ihre Worte kamen ihr hölzern und unbeholfen vor, und sie rechnete fest damit, dass Carolus jetzt erst recht in Gezeter ausbrechen würde. Doch er sagte nur ruhig, »Der Ausgang der Mission ist in den Chroniken der Michaeliten unauslöschlich vermerkt worden, Ariel.« Dann nahm er so würdevoll es ihm möglich war, wieder Platz. »Es ist nur zu verständlich, dass ihr ungehalten seid, Prälat Carolus«, ließ sich Abgulaum nun vernehmen. »Nun, neue Situationen erfordern neue Maßnahmen. Und das Dahinscheiden, Bruder Veljas...« »Ihr sagt das so«, zischte der Prälat wütend dazwischen, »als sei er sanft entschlummert oder an einer Krankheit gestorben. Fakt ist aber, dass er in einem gottverlassenen Turm, in einer gottverlassenen, zerfallenen Fabrik von einem verfluchten Ketzer ermordet wurde, während dieser zu seinem Leibwächter bestimmte Gabrielit«, er wies mit zitternden, spitzen Fingern auf Aduniel, »schlief, und wir haben noch nicht einmal den Hauch einer Vorstellung davon, was genau Legat Velja eigentlich zugestoßen ist. Er wurde von einem Ketzer ermordet, mit dem er sich gegen unseren Willen traf. Wir haben gespürt, dass dieser Heide mehr ist als ein normaler Mensch. Schon als wir ihm zum ersten Mal in dem kleinen Hain gegenübertraten, in dem er sein Lager aufgeschlagen hatte, warnten wir euren Begleiter eindringlich vor ihm, Eminenz«, meldete sich Maloriel zu Wort. Und was tat Velja daraufhin? Er stahl sich nachts davon, um sich heimlich mit dem Ketzer zu treffen. Ariel wollte ihrem silberhaarigen Begleiter gerade, wie schon bei der ersten Unterredung mit dem Abt, den Mund verbieten. Doch der Ramelit verstummte von allein, als er die Wirkung seiner Worte auf Prälat Carolus sah. Der alte Mann, von dem es hieß, er habe einmal einen Dorfpriester als Ketzer verbrennen lassen, weil er zur Renovierung seiner Kirche Kredite bei einem technikbegeisterten Diadochen in einer nahegelegenen Stadt aufgenommen hatte und der für den Flammentod mindestens zweier Autoren kirchenfeindlicher Schmähschrift verantwortlich war, war auf seinem Stuhl zusammengesackt. Bevor sich eine unangenehme Stille ausbreiten konnte, ergriff Abgulaum das Wort.
Ariel, ihr sagt, dieser Heide, der Bruder Velja getötet hat, habe bereits übermenschlich gewirkt, als ihr den Hain betreten habt, in dem er sein Zelt aufgeschlagen hatte. Er erhob sich und begann, in gewohnter Art im Zimmer auf- und abzugehen, wobei er den alten Inquisitor keine Sekunde aus den Augen ließ. Ariel nickte kaum merklich und dachte, wie erstaunlich es doch war, dass Abguilaum dem bösartigen Greis aus Eterna so furchtlos die Stirn bot. Immerhin war er noch recht jung und erst seit einem knappen Jahr im Amt, seit dem Tod des langjährigen Abtes Alonso. Guilaum trat ans Fenster, blickte hinaus und zog die bodenlangen Vorhänge zu. Dann lehnte er sich an den Sims und sah scheinbar in Gedanken versunken zu Boden. Schließlich sprach der Abt weiter, sorgsam darauf bedacht, den Tonfall seiner Stimme neutral zu halten. Prälat Carolus hegt speziell an deiner Leistung, Ariel, ernste Zweifel. Auf seinen Rat hin werden wir der Schar für die Mission, zu der ihr morgen früh aufbrechen werdet, einen weiteren Michaeliten mitgeben, der... Ariel ignorierte den warnenden Blick, den Abt Guilaum ihr während seiner Worte zugeworfen hatte, und fuhr erregt dazwischen. Ich weiß zu schätzen, dass ihr mich unterstützen wollt, Abt, aber ich kann auf einen Berater durchaus verzichten. Diese Schar ist an mich und meinen Führungsstil gewöhnt. Jeder Wechsel würde uns wertvolle Zeit kosten und unsere Lage besonders in kritischen Situationen zusätzlich erschweren. Grabesstille erfüllte den Audienzsaal. Ariel konnte sehen, wie Adoniel seine Hände nervös zwischen den Falten seines Gewandes vergrub, und auch die anderen Mitglieder der Schar blieben von der plötzlichen Spannung im Raum nicht unberührt. Dann durchschnitt erneut die heisere Stimme des Alten das Schweigen. »Du verstehst es immer noch nicht, Schwester. Am frühen Samstagmorgen wurde durch dein mittelbares Verschulden ein Sonderlegat der angelitischen Kirche in geheimer Mission von einem Ketzer getötet. Ihr werdet in einer Schar von 6 wieder an den Ort des Geschehens zurückkehren, damit diese neu zusammengestellte Schar ihre Aufgabe der Ausspähung und Inhaftierung des Ketzers mit Namen Joram gerecht werden kann, wird sie von Henariel, einem erfahrenen Michaeliten, geführt werden. Henariel wird dich nicht beraten, sondern er wird dich und die Deinen befehligen, meine Kleine. Und du wirst nichts tun, außer ihm zusehen, lernen und gehorchen. Haben wir uns verstanden? Wenn in eurem Haus der Keller brennt, so würdet ihr auch den Dachstuhl anzünden, nicht wahr, Prälat Carolus? Maloriels Stimme war ganz ruhig, aber Ariel wusste, dass der Ramelit immer dann in Rätseln und Sinnsprüchen zu reden begann, wenn er besonders aufgebracht war. Und anscheinend hatte seine Bemerkung den alten Keifer aus Eterna wieder schwer getroffen. Eine wulstige Ader an seiner kahlen Schläfe hatte zu pulsieren begonnen und seine Kiefer malten. Aus dem Augenwinkel sah Ariel, wie Adoniels Hand unwillkürlich zum Flammenschwert an seiner Seite wanderte. Ariel warf ihrer gesamten Schar einen ihrer warnenden Blicke zu, schob den viel größeren Maloriel beiseite und deutete ein Kopfnicken an, das bei viel gutem Willen als Verneigung durchgehen konnte. Natürlich haben wir uns verstanden, Eminenz. Wir sind Engel des Herrn, wir sind Boten des Lichts, wir hören und gehorchen. Wir hören und gehorchen, wiederholte ihre verblüffte Schar automatisch die ritualisierte Grußformel, mit der sie eine neue Mission annahm. Während sich Ariel, Maloriel und Daniel verneigten, legte Rahel die Handflächen sacht aneinander und nickte kaum merklich mit dem Kopf, wie es bei den Raphaeliten seit Jahrhunderten Brauch war. Adoniel schlug mit der Faust gegen die feuerfeste, schwarze Metallplatte auf seiner Schulter. Dann begannen die Engel, sich zurückzuziehen. Ariels zusammengekniffene Augen waren fest auf den Inquisitor gerichtet, der kalt zurückstarrte. »Der Herr mit euch«, waren die letzten Worte von Abguilaum, die die Schar noch vernahm, ehe die schwere Tür sich hinter ihnen schloss.